wusste ich's doch. Das ist schon so lustiger. Was? Wenn man beim Raptor sie zu dir läuft. Du, 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 du. Das Wasser sieht voll komisch aus jetzt. Das sieht voll weiß aus. Ja, wer weiß, was du da im Wasser gemacht hast. Also ich bin auf dem Boot, soll ich dir entgegenfahren? Bin schon da. Nur schon den Kanu. Der ist Level 80. Springen Sie auf, es geht heim. Noch wer ist da? Ich komme lieber an. Einsteigen dabei sein. Und jetzt ist schon 252. Das heißt 35 Level oder so hat er jetzt gemacht. Auf der Explosion. Geil. Ich habe auch einige gemacht. Ich kann jetzt Betten im Hooks herstellen. Yay. Ich sehe aber gar nichts mehr. Ne? Ich weiß nicht, wo wir hinfahren. Warum hast du eine Karte? Ja, die bringt auch nicht viel. Ja, ein paar andere Küste entlang. Verbucht. Verbucht! Die blaue Lagune. Die Blue Lagune. Das war ja so ein unter Anführungszeichen Soft-Sex-Film. Ja. Ja, wie hat die geheißen, die Hotte? Jetzt schon eine alte Frau ist. La Notte. Die eine hotte Frau da, die. Dolly Buster oder was? Nein. Gina Wild. Nein, so eine ziemlich berühmte Hollywood-Schauspielerin. Beate Use. Das ist keine Hollywood-Schauspielerin, das ist eine Händlerin. Eine Schauspielerin, hä? Ja. Die jetzt alt ist? Jetzt alt ist in der Blaue Lagune, ist erst in den frühen 80er Jahren. Ja, der Film sagt mir gar nichts. Also scheißegal. Aber kann man das Film nennen? Oder Unterhaltungsstreifen? Unterhaltungsstreifen? Das ist ein typischer deutscher Ausdruck. Unterhaltungsstreifen. Ein Heimatfilm. Links? Echt? Links? Links, nicht rechts! Hallo? Ah ja, okay, da sind wir. Ja, na, wer ist jetzt hier verwirrt? Nee, ich dachte, ich bin noch komplett richtig gefahren. Puff, jetzt fahren wir gleich am Felsen an. Okay, das Tor steht noch. Puh, ein Glück. Wir wurden noch nicht geradet komplett. Was ist mit Tobi? Will der nicht mehr mit uns zocken? Keine Ahnung. Du hast ihn wohl verschreckt. Ich? Okay. Also dann. Eingebremst? Ja. Gut, da wir jetzt auch nicht gestorben sind, würde ich sagen Happy End. Yeah. Und gute Nacht, oder was? Happy End und gute Nacht, jo. Beenden wir das hier. Was, geht schlafen? Ich muss noch arbeiten gehen, Mann. Rockwollrezept, dekorative Färbung. Wow. Alles, was wir brauchen. Na gut, ausräumen werde ich mich dann morgen spät. Morgen selber irgendwann. Irgendwie so. Wissen läuft schon. Hä? Wie? 20.44 Uhr. Okay.
Ja. Jo, das ist schon spät. Gut, dann bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Gute Nacht. Moin, moin, herzlich willkommen zu Ark Survival Evolved Uncut Dissenter. Heute wieder mit dabei der Georg. Guten Tag. Georg. Warte. Da, weg. Und winken. Hi. Winkst du? Ja, hab ich grad. Ja, das ist komisch. Na, das Update. Na, gerade eben kam ein Update. Was war es nochmal? 243.1. Hm? 1. Oder? Das war ja schon. Naja, war jetzt gerade. Das wäre das 2,9 Gigabyte große bei mir zumindest. Ja, bei mir auch. Der andere Dodo folgt ja noch. Ja, macht gar nichts, passt. Warum hat der 2000 Bären in sich? Wisst ihr, was der platzt? Ja. Ne, ich habe schnell handeln müssen. Das kommt dabei raus. Der andere hat genauso viel. Gut, du wolltest was bauen. Ja. Was brauchst du dafür Ressourcen für? Ja, ich mach das schon. Lass mich in Ruhe. Hubertel. Na, du brauchst doch bestimmt irgendwas dafür. Stein oder... Was weiß ich. Ich habe jetzt schon ziemlich viel. Wo soll ich das Superfleisch hinmachen? Also zwei Stück, haha. Kannst du entweder drinnen lassen oder droppen. Oder braten. Wir müssen auch noch in irgendeinem... In irgendeinem Trike müssen wir auch noch was drin haben, Daniela. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Da war auf jeden Fall noch gebratenes Zeug drin, aber naja. Anscheinend doch nicht. Hm. Ja, und Leder heißt jetzt Tierhaut. Okay. Das ist das Update. Dafür gab es 2,9 Gigabyte. Na, für die Biome, für die beiden. Ja. Aber es ist ja für die Island Map. Für die Eierland. Eierland, gutes Englisch. Ja. Da ist ein Dinosaurier-Torbogen. Das ist bestimmt der falsche. Da Finger weg. Entschuldigung. Weil du hast bei mir immer noch die Animation, als ob du einen Dodo in der Hand hast. Das ist kein Torbogen, das ist ein Tor, aber ist egal. Ja, Tor. Ja, ist das falsch, hast recht. Welche Ressourcen brauchst du denn jetzt? Gar nichts. Du geh woanders hin, lass mich das machen. Geh weg, lass mich nur. Na gut, dann versuche ich mal einen Biber zu holen, ne? Ja, das wäre mal produktiv. Mal so produktiv? Willst du mich verscheißern? Das wäre produktiv. Entschuldigen Sie die Wortwahl. Was fressen die? Die fressen ja Bären, ne? Ja, Fleisch fressen sind es keine. Hubert hat wohl fünf Bären anstecken, das ist unnehmbar. Na, ich hab 300 und irgendwas Mecha Berries. Okay. Jetzt 600. So, gucken wir mal, wo ist denn hier ein See? Diesmal gehe ich mit Troller los. Troller. Dass mir hier keiner weghaut. Vielleicht bringe ich auch einen Adler mit. Ich habe jetzt das Level, dass ich einen Sattel dafür machen kann. Das wäre auch cool, ne? Mal sehen, was sich ergibt. Ich verspreche jetzt mal lieber nicht zu viel. Im Endeffekt sterbe ich und Trolle auch und dann. Bis zum Adler und vom Biber gefressen. Gleichzeitig. Ja, wahrscheinlich. Aber ich finde es gut, dass sie nicht mehr aggro sind.
wenn man die Dämme lootet. Oder es wurde jetzt gefixt. Das fände ich schade. Ja, obwohl eigentlich ist es ja logisch, ne? Hey, wo sind meine Fasern hingekommen? Die habe ich in den Faserschrank gepackt. Entschuldigung. Okay. Die ich eingesteckt habe? Ne, die waren in Hubertel drin. Achso. 900 Stück oder so. Geländer braucht ja auch ne, hilf mir mal. Foundation, oder? Na, du kannst dann an Foundation oder an das Ceiling dran machen. Also an die Decke. Ich will es einfach so als Zaun aufstellen, nämlich. Ah, egal, aber ist egal, was ist jetzt nicht von Belangen. Okay, Stroh und Holz brauche ich. Fasern habe ich jetzt irgendwie viele. Gut. Puh. Ich bin völlig falsch, ey. Hast du dich verlaufen? Ja. Das Filet. Heute wieder fein gespeist. Achso, Blödsinn. Ich bin irgendwie wieder nur am Töten. Töten. Ja, toll. Jetzt bin ich oberhalb der Bucht. Das ist schon mal ein Anfang. Dann weiß ich jetzt, wo ich hin muss. Stein und Holz. Aus. Okay, schön. Was? Ich hab grad nicht zugehört. Ne, passt schon. Die anderen hören das dann. Hinfliegen geht auf jeden Fall schneller. Wie war's? Ja, dann muss ich einfach nur über die Bergkrone da und dann bin ich da bei dem komischen Teich. Komisch? Da, wo ich gestorben bin gestern. Zweimal. Und, ja. Da bin ich richtig. Adler! Oh, drei Adler. Ich würde sagen, zwei kill ich. Okay, die kämpfen ja gerade gegen die Biber. Oh, einer ist schon mal weg. Der zweite ist weg. Oh, alle drei Adler tot. Okay. Das sind ganz schön viele Biber. Haben wir ja auch noch einen mit einem hohen Level? Mit 100.
ein Level 150er Diplodocus. Was ist das? Das ist so ein Bronto-Verschnitt in klein. Das ist der mit diesen elf, wo du 11 Leute mitnehmen kannst. Also ein Reiter und... Ah, weißt du, ja. Okay. Das Coole ist, die geben nur ein Knockback. Die schubsen dich nur weg, aber machen dir keinen Schaden. Aber dafür, wenn du sie berührst, sind sie halt aggro. Deswegen töte ich sie lieber, bevor sie mich hier die ganze Zeit nerven. Puh, dass du auch so viel Stroh einsteckst und halt, Baby. Okay. Das ist gut. Ne, die werden immer noch nicht aggressiv, wenn man die Biberdämme lootet. Sehr gut. Okay, ich habe einen Level 90er. Den probiere ich mal. Ich komme hier nicht hoch. Auf die Holz Zaun Foundation kann man ja trotzdem Steinwände setzen, oder? Ja. Okay. Was bringt das dann? Wie, was bringt das? Eine Tür aus Stein. Gute Frage. Die Stein Foundations meinst du jetzt? Nein, die Stein-Zaun-Foundations. Wenn man auf die Hölzer... Die halten halt mehr aus? Ach so. Buddy joined your channel. Ah. Tag. Guten Tag. Servus. Und seid ihr fleißig am Arbeiten? Na, aber sicher doch. Keine Frage. Ich hol grad einen Biber. Wie ist Level seid ihr schon? Level 60 bin ich jetzt, glaube ich. Was? 42. Was? Ne, wir haben gestern ungefähr eineinhalb Stunden gebraucht, nur dass wir so einen blöden Track ziehen. Das war ja, also das war ein bisschen eklig. Langweilig. Neue Rüstung, Waffen und so Zeug, ist alles in einem Kasten, der Piano ist produziert. Fühl dich. Oder hast du alles reingemacht, Piano? Nee, ich hab noch gar nichts davon. Achso, doch, Chitin, glaube ich, habe ich dir reingemacht, ja. Wie heißt das nochmal, das Serverpasswort? Warte, ich schreib's den TS. Ja. So, da ist es. Okay, der erste Biber ist schon mal betäubt. Weiß nicht, soll ich gleich noch einen zweiten mitbringen? Sicher, Männchen, Weibchen.
Schaut sich mit zurückhalten. Packe ich dem jetzt erstmal Zeug rein? Oh, der wird lange dauern. Der wird lange dauern. Wir haben doch keine Zeit. Vor allem, der verliert ganz schnell Torpower. Das heißt, Georg, du müsstest dich mal eben auf den Flugdino schwingen. Ich kann nicht jetzt. Doch, musst. Ich bin gerade schwer am Produzieren. Zum Glück ist der Tobi jetzt da. Oh, Level 135. Na, egal. Ich habe jetzt erstmal einen 90er bewusstlos gemacht. Ich komm gleich. Was soll ich mitnehmen? Narcotics? Wie viele? Alle, die wir haben. Es sind nicht mehr viele. Acht Stück? Nee, es sind noch mehr. Wo? Ich glaube, in meinem Schrank sind noch 50 oder so. Na gut, dass du dir da bunkerst. Jo, 50. Jetzt haben wir 59. Warte, ich schaue noch im Ding so was zu nehmen. Im Mörcher. Habt ihr hier weitergebaut oder was? Jo. Ah, okay, daneben. Eine Mauer. Ja, die zweite kommt dann weiter drinnen. Und das ist quasi nur das, die Hundehütte. Schon den verreckt namens Heike? Ja, das war ein Raptor. Aber es war ein Low-Level-Raptor. Wir haben jetzt zwei relativ gute, womit du auch T-Rexe erledigen kannst und Spinos. Bianas genug? Ja, 700. Also für den einen reicht's auf jeden Fall. Okay, wohin? Na, weißt du noch, der Teich von gestern? Ah, da hinten. Ja, der Teich. Bucht links, oder? Genau. Einfach nur über die Bergkronen, dann müsstest du den Teich sehen. Ich fast abgesoffen wäre. Ja, abgesoffen bist du fast auf der Insel, auf der Totenkopfinsel. Ne, ja. Beim See meine ich, weil ich ja nicht aufgepasst habe auf die. Achso, da bist du auch gestorben? Auf die Dingsbums. Nee, nicht gestorben. Ne, fast. Ah, hier bist du ja. Ich bin beim See. Wo bist du? Hier rechts unter dir. Du blindes Huhn. Ach ja, okay. So hier in... Siehst du den hier? Wie ist denn den da so chillig hinbekommen? Der ist abgehauen und hat sich dann da irgendwie verrannt. Steig nochmal auf den Dino auf, genau. So, und tschüss. Warte, ich gebe dir gleich noch Pelz mit. Ich pack's in Dings rein. Da ist ja fast kein Filet drin. In Saurier pack ich's rein. Alter. Was machst du mit so viel Fleisch? Das kam gestern so auf der Insel zusammen. Wahnsinn.